herzlich willkommen bei Madhouse. Heute bei uns Dominik, aka DJ Dropwell. Wie bist du auf den geilen Namen gekommen? Hallo, erstmal. Ich bin auf das gekommen, weil ich gerne eben den Part vom Drop rauskitzel und es gerne dann richtig explodieren lasse. Und es ist zwar immer noch den gleichen Jammer, das wird man vielleicht später der eine oder andere dann auch merken. Aber es macht mir einfach so am meisten Spaß, wenn es dann so richtig bam reinfährt. Explodiert. Genau. Du hast ein Stundenset vorbereitet, was spürst du eigentlich? Das Set beinhaltet Progressive und Electro House. Mhm. Ist das, was mir am meisten Spaß macht. Sonst alle House-Genres spiele ich sonst immer quer durch die Bank. Legst du viel auf? Gehst du viel auf Partys? Jein. Als DJ? Ja, jein. Also momentan ist ein bisschen weniger, mal wieder mehr. Das ist ein wenig unterschiedlich, aber sonst immer einmal in der Woche Radioshow. Bei einem Internetradio und dort dann kann ich dann schon kontinuierlich spielen und sonst halt spontan und was ich mir jetzt dann selbstständig organisieren kann. Verrat uns doch noch den Sender. Housespace.at. Ja. Dort jeden jeden Mittwoch ist momentan, alles wird sich ändern auf Samstag wahrscheinlich. Du hast mir jetzt, du fängst schon an zum Produzieren für dich alleine. Wie kommst du voran? Wie komme ich voran? Ja, es ist ein bisschen schleppen, sage ich mal, weil das sehr viel umfasst und sehr umfangreich ist. Momentan eben nur so Mashups und so kleine Edits, sage ich mal, die so einfache Geschichten halt, wenn man sich ein bisschen in die Materie reinlebt. Und ja, ich hoffe, dass mehr wird, aber momentan ist es halt auch wieder eher weniger. Für das Set habe ich mir speziell wieder was vorbereitet natürlich. Und ja, mal schauen, wie weit das mir bringt. Also noch Lust und Laune, sagen wir mal so. Wo spielst du gern, wenn du unterwegs bist? Gern, also schon eigentlich in Linz, weil ich die meiste Erfahrung in Linz in diversen Clubs gesammelt habe. Und ja, der beste, sage ich mal, Auftritt, sage ich jetzt mal so, war in Graz. Das war am interessantesten, aber sonst spiele ich eigentlich gern eben in Linz. Spielst du eigentlich allein oder hast du eine Leute, mit denen du auflegst? Ich bin eigentlich immer allein unterwegs. Ist ja ein bisschen schade stellenweise, weil wenn man zu zweit wäre oder vielleicht mehr. Freut es vielleicht ein bisschen leichter, es ist vor allem in den Anfangszeiten sehr schwierig gewesen, dass man sich da ein bisschen behauptet, wenn man da jetzt allein dort steht und eh nervös ist, jetzt sage ich mal, in der Nie. Aber es funktioniert doch ganz gut mittlerweile und bin ich sozusagen eben gern und dann vielleicht allein unterwegs. Wie hat es eigentlich bei dir angefangen mit dem Auflegen? Das ist ja meine, muss ich sagen, eigene Geschichte. Ich habe gern früher an Internetradio, an deutschen großen angehört und dann habe ich mir das so ein genau angeschaut und habe halt überlegt, wie machen die das und habe eben gesehen, das sind doch auch Burschen, sage ich jetzt mal, in meinem Alter und das hat mich fasziniert und dann habe ich das einmal mal durchschaut sozusagen ein bisschen und hat mir dann auch mal so einen kleinen Controller zugelegt und dann hat das alles angefangen und ist ins Rollen gekommen und hat sich aufgebaut und ja, mittlerweile stehe ich vor so einem großen Equipment. Cool. Wenn man sich was anhören möchte von dir, wo findet man denn? Auf Facebook und weiter verlinkt dann eben auf Soundcloud oder eben Mixcloud, was ich eher favorisiere momentan und ja, hat einmal einen Podcast gegeben von mir, der war so alle 14 Tage, aber das ist ein bisschen eingeschlafen, das Projekt. Hat ein bisschen ja, Hintergründe auch leider Gottes, weil es nicht so einfach mit Urheberrechte etc. Aber da kann man sich immer was anhören von mir und ist mir einmal up to date. Macht's das? Hört euch die Sachen an vom DJ Dropwell? Kauft seine Sachen, falls er mal was ausgebracht hat? Auf jeden Fall. Danke fürs Vorbeikommen. Ja, gerne, gerne. Viel Spaß beim Spielen. Danke.